Vor circa 30 Jahren hatte ich die Idee, einen Vortrag zu machen in der Stadt. Und der Titel von diesem Vortrag hat geheißen: Positives Denken, der falsche Weg zum Glück. Und siehe da, da haben sich fast 200 Menschen angemeldet. Und ich habe mir dann gedacht, und jetzt, was sage ich denen? Positives Denken, oder wir stellen einfach die Frage, ist positives Denken der richtige Weg zur oder in der Zielerreichung zum Beispiel? Kann man mit positivem Denken seine Ziele erreichen? Und ich beschäftige mich mit diesem Thema, positives Denken, seitdem, dass ich Fahrrad fahren kann. Es hat mich immer interessiert, wie kann man seine Ziele erreichen? Wie kann man seine Wünsche erfüllen? Positives Denken, hat der Joseph Murphy immer schon beschrieben, das ist genau der Weg. Das ist es, was dann auch funktioniert. Und ich habe mir all die Bücher angeschaut zum Thema Positivdenken. Und ich habe mir dann aber auch gedacht, und so frech war ich damals schon, wenn es wirklich funktionieren würde, dann gäbe es wohl viel weniger Armut auf der Welt. Wir würden alle unsere Ziele erreichen, wir hätten alle mehr als genug Geld, wir hätten Wohlstand, Erfolg, wir hätten unseren Traumpartner in unserem Leben. Ist das so? Was ist die Realität? Sehr viele Menschen haben genau diese Dinge eben nicht und versuchen es dennoch mit positivem Denken, mit Affirmationen, mit Visualisierung. Und sehr viele Coaches, und das ist wirklich eigenartig, sehr viele Coaches predigen auch heute noch, du musst eine klare Vision haben, du musst klar visualisieren, du musst dein Ziel ganz klar vor Augen sehen. Dabei übersehen wir genau in so einem Verhalten fast alles, fast alles. Der Fluss des Lebens kann nicht fließen. Der Fluss des Lebens ist gefüllt mit Überfluss, Fülle, Wohlstand, Gesundheit und mit allem, was die Natur eben so zur Verfügung stellt. Und jetzt nochmal die Frage, funktioniert positives Denken, um Ziele zu erreichen? Ist das wirklich so? Oder gibt es ein besseres Instrument? Gibt es eines, das viel leichter ist, müheloser, einfacher, wo man keine Gedankengymnastik braucht, um eben seine Dinge zu erreichen? Positives Denken schwächt den Menschen sogar. Das heißt, wenn Menschen positiv denken, um ihre Ziele zu erreichen, dann schwächen sie ihr gesamtes System. Viele merken es dann erst, wenn sie energielos sind, kraftlos sind, keine Power mehr haben und das Ziel dann dennoch nicht erreichen. Wir schauen diesen Dingen jetzt mal mitten ins Gesicht. Die Claudia schreibt mir ein sehr interessantes E-Mail. Sie schreibt, sie mag meine Videos sehr gerne, ich bin immer so positiv. Allerdings, kann man denn die Augen vor allem anderen verschließen? Geht das wirklich? Allerdings, eine positive Einstellung, das ist etwas ganz anderes. Wenn man den Dingen offen gegenübersteht, wenn man die Möglichkeiten und Chancen sieht, egal wie schwierig die Situationen sind, wenn man einfach sagt, okay, das Leben ist ein Spiel, her damit, wir spielen einfach. Das hat mit rein positivem Denken, so wie wir es oft verstehen, nichts zu tun. Das ist eine positive Grundeinstellung. Das ist die Freude am Leben selbst. Zum Beispiel, wenn ich selber im Mangel lebe, wenn ich überall zu wenig sehe, wenn ich sage, okay, es hat geschneit, aber es ist halt nicht genug, es sollte mehr schneien. Jetzt im Winter, wir brauchen mehr Schnee. Oder wenn ich sage, ja, die Sonne scheint, aber es ist nicht wolkenlos. Es ist noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht gut genug. Ich habe noch zu wenig. Mir fehlt dies und jenes. Einen tiefen inneren Mangelzustand. Und das ist jetzt auch so eine Frequenz, eine Mangelfrequenz. Und wenn man dann ein Buch zur Hand nimmt und sagt, okay, und das positive Denken, das hilft mir da jetzt raus, dann versuchen wir, mit einem tiefen inneren Mangelzustand Fülle herzustellen. Das funktioniert niemals. Das ist mir noch nie gelungen. Das funktioniert nie, gar nie. Wenn jemand Unternehmer ist, erfolglos ist und dann Tag und Nacht positiv denkt, dann ist die Frage, warum muss er jetzt so krampfhaft positiv denken? Warum? Glaubt er es nicht? Weiß er es nicht?
Hat er diesen Füllezustand noch nicht in seiner Frequenz? Das ist die entscheidende Frage. Und es geht jetzt um die Frequenz. Und wir senden permanent eine Welle aus. Nimm einen Stein, wenn du an einem See stehst, nimm den Stein und wirf ihn in den See und schau mal, wie sich die Welle ausbreitet. Und so breitet sich jede Welle von jedem Menschen permanent aus. Die Frage ist nur, was ist das für eine Frequenz? Ist es eine Mangelfrequenz? Mir fehlt dies, mir fehlt jenes und wenn ich doch den richtigen oder die richtige Partnerin hätte, wenn ich doch mehr Geld hätte, wenn ich doch mehr Erfolg hätte, wenn ich doch dies und jenes noch hätte, dann, ja dann. Ist das wirklich etwas, das uns dann irgendwann glücklich macht? Oder geht es um die Frequenz, die wir jetzt haben, jetzt? Und da gibt es einfach nur die grundsätzliche Frage, lebe ich jetzt mit meinem Denken, mit meinem Bewusstsein, jetzt im Mangel oder in der Fülle? Da gibt es nur eine Antwort, in der Fülle oder im Mangel. Wenn ich die Dinge sehe, die bereit sind, welche Möglichkeiten, dass ich habe, welche Talente, dass ich habe, welche Vielfalt es jetzt gibt, dann lebe ich grundsätzlich in der Fülle. Jetzt, mein Bewusstseinszustand ist Fülle. Und wie sieht meine Welle aus, die sich ausbreitet? Genau. Wenn ich allerdings jetzt alles sehe, was noch fehlt, und damit beschäftigen wir Menschen uns fast den ganzen lieben Tag. Wir laufen Dingen hinterher, die noch fehlen. Und welche Welle senden wir da aus? Ja, ganz genau. Das heißt, so wie wir es im letzten Webinar besprochen haben, es geht um die Frequenz, nicht mehr um die Information. Und das Kopf-Ego-Denken ist vollgefüllt mit Information. Ein Stock tiefer im Gefühlsbereich geht es um eine Frequenz. Und jetzt eine Frage an dich. Diese Bergwelt da hinten, dieses Bild, ist das schön oder ist es nicht schön? Was von beiden ist es? Dann werden die einen sagen, ja, es ist schön. Die anderen werden sagen, nein, das drückt mich. Das ist für mich nicht schön. Was ist es jetzt? Oder Schnee. Ist Schnee schön oder ist er nicht schön? Eines ist sicher, wir wissen, er ist kalt. Kalt ist er. Aber ist das schön oder nicht schön? Wenn du sagst, das ist eine zauberhafte Landschaft, das Wetter ist so schön, dann wäre es gut, wenn du gestern dabei gewesen wärst. Gestern, man hat die Hand vor dem Gesicht nicht gesehen. Es war eisig kalt, es war neblig, es hat gestürmt, es hat geschneit. Ist das schön oder ist es nicht schön? Wir stolpern jetzt über unser eigenes Denksystem. Wir definieren das eine als schön und das andere als nicht schön. Und wunderst du dich manchmal, wenn du eine Vorfreude auf ein Ereignis hast, dass du sagst, wow, wir fahren dann in Urlaub und dann ist alles gut. Oder wir gehen Skifahren, wow, mit den liebsten Menschen in meinem Leben, das wird super. Und dann gehen wir essen und dann machen wir dies und wow, endlich, ja. Wunderst du dich manchmal, dass solche Ereignisse dann total beschissen sind, total beschissen laufen, total, wow, am liebsten wärst du nicht da. Ist doch oft so, oder? Unsere Vorfreude, ja, hat sehr viel mit Positivdenken zu tun. Wir definieren ein Ereignis in der Zukunft als gut. Und der gute alte Lao Tse hat in einem sehr interessanten Spruch mal gesagt, wenn du das Gute als Gute definierst, dann hast du das Negativ bereits geboren. Noch einmal, wenn wir das Gute, das Positive als positiv definieren, dann produzieren wir bereits das Negativ in gleicher Größe. Die Vorfreude, ja, das wird super, positiv. Gleichzeitig produzieren wir das Negativ. Ist ein Naturgesetz, Gesetz des Ausgleichs. Und ich habe mir immer gedacht, immer dann, wenn ich Vorfreude habe, dann läuft es wieder mal richtig scheiße. Okay, dann lasse ich die Vorfreude einfach weg. Habe ich dann gemacht. Und jetzt werden die Ereignisse 10-mal besser, als ich mir das immer vorstellen hätte können. Mach mal einen Versuch. Lass einfach die Vorfreude weg. Und wenn es dir möglich ist, neutralisiere deinen Blick auf die Dinge.
Wenn du sagst, das ist für mich einzigartig, dann ist es ziemlich wertungsfrei definiert für meinen Geschmack. Wenn du sagst, das gefällt mir, dann ist es ebenfalls sehr wertungsfrei. Die Natur oder die Umgebung in seiner Einzigartigkeit wertungsfrei zu beobachten. Egal, ob es einem gefällt oder nicht, sie einfach wertungsfrei zu beobachten und sie einfach anzusehen. Und für sich selber zu entscheiden, will ich da jetzt sein oder möchte ich weitergehen. Aber dieses Bewerten aufzuhören, einfach neutral zu schauen. Neutral für sich zu schauen, was ist für mich stimmig, was ist richtig für mich, was ist nicht richtig für mich, was fühlt sich gut an, was fühlt sich weniger gut an und sich danach auch verhalten. Und diese himmelhoch jauchzende und Höllentalfahrt mit positiv und negativ könnte man einfach ablegen. Was hilft uns jetzt, unser System, unsere Frequenz aufzubauen? Alles, was dir gut tut, wenn du das machst, wenn du darauf schaust, wo kommt bei dir Energie, was gefällt dir, was tut dir gut, was lädt deinen Tank, deine Energiespeicher auf? Und da habe ich einen Online-Kurs gemacht, der heißt Power Boost, da lernen wir genau das. Und es gibt auch ein an der Hand nehmen von mir, ein Navigationssystem, Live-Meetings dazu, wo ich den Leuten zeige, hey, achte genau auf das und schau genau dahin. Und dann kommen die Leute mit ihrer Frequenz oder in ihrer Frequenz immer höher und wir kommen automatisch in das, was wir möchten. Wenn du Lust darauf hast, schau einfach unten im Link findest du den Powerkick, kannst du ganz einfach abonnieren, ist kostenfrei. Es gibt immer wieder kostenfreie Webinare und wenn du das Gefühl hast und Lust hast, dann schau dir den Power Boost genauer an. Danke für all eure Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Vierti Servus, bis bald.